Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile. Ja, heute freue ich mich wieder, weil ich habe schon wieder so einen richtig coolen BMW erwischt. Und ich finde, das ist das schönste BMW, den BMW je gebaut hat. Ein 2800 CS Schalter. Macht ein bisschen mehr Spaß als Automatik, weil das Automatik ist sehr hochtourig bei dem Auto. Schalter richtig gut. Der Hammer an diesem Auto ist, wir haben Unterlagen, also ich habe hier den Original grauen Packbrief, der uns besagt, dass die Erstzulassung der 28.03.1971 war. Entschuldigung, der 18.03.1971. Und der Wagen hat drei Vorbesitzer. Also dieser Mann hier, also der erste hat ihn gekauft 71, dann hat er ihn verkauft im Februar 75 und dann hat ihn im August 75 der Herr Hofstetter gekauft. Und der Herr Hofstetter hat den gehabt 25 Jahre lang und hat ihn an den Herrn jetzigen Eigentümer verkauft. Also tolle Historie. Dementsprechend ist das Original-Scheckheft noch da. Die Original-Bordmappe, ich habe das hier. Also können wir einmal, also hier ist die originale Bordmappe noch mit Betriebsanleitungen und so weiter. Hier ist das Scheckheft. Ich muss es zeigen, weil es so selten ist, dass man bei solchen Autos das noch erwischt. Es sei denn, sie kosten 50.000 Euro, dann hat man das auch dabei. So, hier ist alles nochmal belegt. Also das ist die Fahrgestellnummer von diesem Auto, was auch hier im Brief steht. So, ja, das ist die Auslieferungsfirma, die ihn ausgeliefert hat. Hier sieht man das, Auslieferung, das gibt es gar nicht mehr. Alles so hier, original Checkheft. Nicht durchgeführt natürlich, aber allein, dass es da ist, finde ich schon eine sehr tolle Nummer. Betriebsanleitung, alles da. Dann habe ich hier Unterlagen, TÜV-Berichte, die zurückführen bis 1991. Also auch das ist ein schönes Dokument für die Historie von diesem Auto. Dann hat er einen Edelstahlauspuff gekriegt von dem jetzigen Eigentümer. Der wurde mal restauriert in den 90er Jahren. Die Schweller wurden neu gemacht. Nichtsdestotrotz hat dieser Wagen ein bisschen Rost. Man muss also etwas an dem Auto machen. Also ich sage mal, wenn hier 5.000 Euro reinsteckt, hat man ein wundervolles Auto und kann da richtig Spaß haben. Innenausstattung ist auch mal neu gekommen vor noch nicht allzu langer Zeit. Letzter Besitzer hatte den Wagen übrigens 11 Jahre. Der hat die Innenausstattung neu gemacht. So, und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen mal rum, gucken uns den Wagen mal an. Ich erzähle mal so ein bisschen, was ich an dem Auto entdeckt habe. Also was ich, der Scheibenwischer, genau hier coole Felgen, die BBS-Felgen von damals auch richtig cool. Die Reifen sind noch richtig gut. Also der Lack ist auch relativ gleichmäßig, ja, es sind nicht irgendwie Farbunterschiede zu sehen. Und der war wohl mal kupferfarben, der wurde irgendwann mal lackiert in blau. Hier haben wir, achso, hier liegt übrigens der Fensterheber, habe ich schon gesagt, dass der Fensterheber Beifahrerseite funktioniert nicht. Der liegt hier, also den hat man hier, ist schon ein Außer. Und hier ist noch eine Dichtung, ja, es gibt noch ein paar Ersatzteile noch, aber eigentlich muss man das mal rausnehmen kurz. Und, ach Quatsch, ich mach Fotos, da kann man alles sehen, aber ist halt alles, ja. So, hier ist noch ein bisschen Werkzeug hinter, ist auch nicht mehr ganz vollständig, aber das wäre ja zu viel des Guten. So, gehen wir hier rum. Damals schön in den 70ern hier mit den Chromradläufen, herrlich. Und auch hier ist alles gut, ja, also das ist nicht irgendwie, Beulen hat er gar nicht, der sieht tipptopp, also das ist wirklich tipptopp. Schiebedach hat er auch übrigens, funktioniert auch, kein elektrisches, sondern ein manuelles. Ja, und hier fängt er so ein bisschen an, kommt so ein bisschen Rost durch, also hier muss man mal ran und das machen. Ja, wie groß der Aufwand da ist, kann ich nicht beurteilen, aber sieht mir nicht so schlimm aus, ehrlich gesagt. Neue Lampe, dann hat er diese Spoiler, hat er vorne auch noch diesen, ich weiß gar nicht, von dem CL, keine Ahnung, von irgendeinem ist der Spoiler, viele finden den toll, viele nicht. Der hat ihn, ja, und jetzt gucken wir uns vor allem mal die Innenausstattung an. Okay, ja, also hier haben wir eine schöne beige Innenausstattung, die wurde wirklich mal neu gemacht und das sieht man hier auch an, weil die ist echt tipptopp, ja, richtig cool, ganz schön, die Kopfstützen, der Chrom ist ordentlich am Sitz. Also, das ist schon. Schiebedach haben wir hier, habe ich schon gesagt. Machen wir mal auf, funktioniert auch. Also, auch das wunderbar. So,
Dann haben, ja, wir, haben wir hinten die Sitze, es funktioniert auch, dass sie nach vorne gehen. Hinten sieht auch alles gut aus. Ne? Also auch hier, es ist so, oh, geht das auch hier? Ach, guck mal, hier habe ich noch gar nicht gecheckt. Geil. Mittelarmlehne, fettes, fette Karre hier. Super. So, ja, dann haben wir diese Holzapplikationen hier, die sind oft auch so ein bisschen in schlechtem Zustand, aber hier wirklich, wenn man das erkennt, ist ein bisschen dunkel, aber das sieht echt gut aus, auch in der Tür, kannst du vielleicht mal aufhalten, und auch die Türverkleidung, auch schick, die Kippfenster gehen auch. Hier hat das Holz so ein bisschen, auf der Seite, guck mal, hier ist so ein bisschen, da könnte man, wenn man es jetzt ganz toll haben möchte, kann man jetzt hier mal sagen, okay, da muss was gemacht werden. Ansonsten, tja, also der Wagen läuft super. Wir gucken nochmal den Modo an. Das ist auch nochmal eine gute Idee. Und hier, cool, guck mal, darf ich einmal noch hier kurz, hier in dem Sicherungskasten ist hier noch diese Taschen, aber die haben hier, BMW hat hier die funktioniert glaube ich zwar nicht mehr, aber nee. Aber allein, dass sie noch da ist, ist schon der Knaller. Hier, guck mal, zack, da gehört sie nämlich rein, extra, als damit man die Sicherung angucken kann. Eine Sicherung ist mir gerade rausgeflogen, deswegen geht der Scheibenwischer nicht. Aber das mache ich noch wieder, also gucke ich mal, dass ich da eine neue Sicherung wieder reinmache. Hier haben wir den 2,8 Liter Motor. Ja, sieht halt ordentlich. Er läuft halt, er funktioniert, er schaltet super, alles in Ordnung. Also es ist alles, also Technik ist motortechnisch super. Ja, cool. Und das gucken wir jetzt mal. Und es gibt auch eine Menge Bilder auf unserer Homepage, unter Bodenbilder gibt es auch, kann man sich genau angucken, was los ist. Wenn es irgendwie noch detaillierte Fragen gibt, einfach anrufen, sprechen wir drüber. Ja? Und hat übrigens, ach so, was ich vergessen habe, der hat einen ziemlich geilen Sound. Durch diesen Edelstahlauspuff hat er halt einen ziemlich fetten Sound für so ein Auto. Ja? Aber mir gefällt es. Hört es euch an. LKW jetzt in unserer Auffahrt, das ist ein bisschen doof. Ich fahre jetzt einmal rückwärts dahin und fahre dann einmal hin und her, damit ihr sehen könnt, wie das Ding so läuft. Sorry, aber ich glaube, man sieht, der Wagen, der Motor läuft, alles super. Die schaltet einwandfrei, alles perfekt. Ich fahre wieder in die Halle und dann. BMWs, die BMW hier gebaut hat, habe ich schon gesagt. Hier steht wieder einer bei mir in der Halle in Hamburg. Kommen Sie vorbei, gucken Sie sich das Wagen an. Wie gesagt, ein bisschen Rost hat er, ein bisschen was muss man machen. Aber ich glaube, da kann man eine Menge Spaß mit haben. Wenn das was für Sie ist, vielen Dank. Wetzlar Automobile, bis dahin. Tschüss.